Also hallo meine lieben YouTube-Freunde. Ich habe gestern ein schönes Video, Verabschiedungsvideo von der Waldfee gesehen. Und dann dachte ich, ich mache dieses Jahr auch mal ein Verabschiedungsvideo. Jetzt gerade in Fitness, in diesen Tage, passiert, wo ich ein bisschen mehr Ruhe brauche. Was ich wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr 2020, wo ich mir alles herzlich Gute wünsche, einiges ändern wird. Für die Ruhe hier habe ich mir so ein schönes, ruhiges Plätzchen rausgesucht. Und da werde ich jetzt mal einen schönen Kaffee machen. Ich sehe gerade das Wasser, das kocht gerade so schön, bis ich mir hier meinen löslichen Kaffee da drin aufgelöst habe. Mache hier einen kleinen Schwenk und melde mich gleich mit einer schönen Tasse Kaffee. So. Upsala. So, wie geht denn das jetzt hier? Oh. Haben die jetzt gesehen, dass du jetzt geschworen hast, so wie ja. Jetzt? Aha. So, das war derjenige, der das nächstes Jahr dann alles hier und mit mir mal, kommen möchte hier. So, dann will ich euch auch mal den Grund dafür nennen, dass ich hier oben so ganz einsam stehe. Ja, wie gesagt, nur mein Begleiter, der mich nächstes Jahr auf so ein paar Pilgerpfade begleiten soll, darf, muss. Zum einen sind meine Eltern erstmal vor rund einem Monat jetzt gänzlich ins Pflegeheim gezogen, weil es nicht mehr anders ging. Und dann mussten wir uns Anfang der Woche von meinem lieben vierbeinigen Freund verabschieden. Es war schon eine sehr traurige Angelegenheit, der uns jetzt auch im alltäglichen Leben noch sehr, wo wir ihn sehr vermissen. Und für meinen lieben kleinen Freund habe ich mir vorgenommen, im Frühjahr den Jakobusweg zu laufen. Da werde ich ein kleines Tagebuch führen und für den Begleiter, den ihr eben gerade auch gehört und gesehen habt, ist es das Beste, wenn er mitkommt, um auch zur Besinnung zu kommen, für einen Neuanfang, dass der Tagesablauf geregelter wird. 15 Jahre ist es jetzt her, dass dieser vierbeinige Freund, den ihr auch schon vielleicht in den vorherangegangenen Videos gesehen habt, uns begleitet hat. Es sind 2 Jahre mit einer ganz schweren Erkrankung und wirklich jetzt beim Tierarzt schweren Herzens den letzten Schritt mit ihm gegangen bin. Und ich ihm das Versprechen gegeben hat mit meinem Ableben. Ich darf ja hier keine Werbung machen, aber in dem noch einzigen Mensch-Tier-Friedhof begleiten darf. So werde ich jetzt hier meinen Kaffee in einsamer Ruhe genießen über den Höhen von Linden. Gucken, der ist jetzt, dürfte jetzt ganz schrecklich warm sein. Das Wasser hat richtig gekocht eben gerade. Ja, da brennt mir mein Mund hier. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier oben mache. Ich bin im Moment noch ein bisschen wie auf Federn. Habe ich hier die ganze letzte Woche verbracht. Gerade der Begleiter, der kämpft auch gerade mit den Tränen noch während meiner Worte. Hier oben im Hintergrund seht ihr ganz weit hinten den Dünsberg. Unter mir ist das Wasserhäuschen von Lindenleigestern. Wenn ich jetzt hier so ein kleines bisschen einen Schwenk mache, alles noch hier winterlich bekleidet. Die ganzen Bäume hier. Und hier im Hintergrund so die Öffnung von dem Wasserhäuschen. Das habe ich mich lange nicht getraut, vor der Kamera zu sprechen. Ich weiß auch warum. Ich hoffe, es gibt wieder keinen Shitstorm oder sonst irgendwas. Ansonsten, wem es nicht gefällt, soll wegglücken. Und ansonsten freue ich mich über die Abonnenten, die diesem Jahr dazugekommen sind. Herzliche Grüße an alle
Und auch herzliche Grüße an meine Motivation der Waldweg Christine für dieses Video vom Rückgang hier zum Wasserhäuschen. Wenn ich hier meine Tasse leer habe, melde ich mich nochmal und bis bald. So, ich melde mich hier nochmal zu Wort. Ich zeige euch hier gerade mal das Equipment, was ich so zur Verfügung habe. Also keinen Sangria oder wie das, na Sangria heißt es nicht, diesen anderen Kocher, den ich sonst im Video sehe. Ein ganz einfacher Discount-Gaskocher und den Kessel ist gehört zu einer 20 Jahre alten Kochausrüstung, was ich schon zur Verfügung habe. Ich denke mal, das wird für meine Vorhaben im Frühjahr ausreichen. Auf den Videos habe ich mir von dem YouTuber Lucky auch ein lieber netter Abonnent und Freund, den ich hier ganz herzlich grüße, herausgesucht. Ein schönes Baumzelt, das werde ich mir noch besorgen, so dass ich auf diesen 5-6 Tagen Wanderweg, den ich mir rausgesucht habe, mindestens mal 2 bis 3 Tage im Wald übernachten kann und zur Ruhe kommen. Mich ein bisschen besinnen, was ich im Jahre 2020 machen werde. Ansonsten, ich drehe jetzt mal hier die Kamera um. So, da bin ich jetzt. Vielleicht noch ein paar Fotos im Anschluss hier zu dem Video. Ich möchte euch jetzt hier an dieser Stelle ein ganz frohes Fest wünschen, einen gesunden Rutsch in das neue Jahr 2020, wo wir uns dann wiedersehen werden, wo ich ein paar neue Videos drehe zu meinen Wanderungen, zu meinem Radfahren. Und der nette Freund, genau, ich drehe mich jetzt mal rum, dass er auch winken kann, was er gerade hier macht hier, der mich dabei begleiten darf. Da ist er jetzt im Hintergrund, genau, und der mich begleitet und ihr hoffentlich mit. Ich freue mich dann im Jahre 2020 auf weitere Abonnenten, auf ein paar Daumen hoch. Und wie gesagt, wenn es jemand nicht gefällt, möge er abschalten. Ist das sinnvoller, als dass er negative Kommentare schreibt. Über jegliche neue oder jegliche Verbesserungsvorschläge freue ich mich ansonsten trotzdem. Besten Dank und bis ins nächste Jahr.